Herzlich willkommen zum P3TV Sportstudio. Unser Thema heute natürlich Fußball. Zum Wochenende hat ja die österreichische Nationalmannschaft in Serbien 3:2 verloren und auch unsere Champions League Damen haben es nicht besser erwischt. Sie haben in der Vorwoche 0:2 gegen den achtfachen dänischen Meister Brøndby ja sozusagen ebenfalls verloren. Aber nichtsdestotrotz, es geht jetzt im Auswärtsspiel nach Kopenhagen und ich freue mich, heute bei mir zu Gast zu haben, nämlich die sportliche Leiterin der SKN-Frauen, Lise Branco Ribeiro. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Und Sie haben auch die Torfrau, die Isabella Kresche, mitgebracht. Hallo. Ja, danke, dass Sie beide so knapp vor dem Spiel Zeit haben, zu uns ins Studio zu kommen. Und vielleicht an Sie vielleicht gleich, Lise, die Frage, vor dem Spiel, vor dem Heimspiel haben Sie gemeint, 50:50 ist die Chance. Wenn man jetzt das Spiel sozusagen abhakt, war das ein bisschen zu vermessen, diese Annahme? Ich würde nicht sagen, dass also ein bisschen zu viel von meiner Seite ist, aber eigentlich, ich muss auch sagen, dass also Leistung von Brøndby war wirklich extrem gut, aber mehr konnten sie nicht. Aber wir haben nicht so gut gespielt. Ich würde sagen, wir können mindestens dreimal besser spielen. Deswegen, also wir haben das noch nicht aufgegeben. Ich glaube, wir können eine Sensation auch immer dort schaffen, obwohl es extrem schwer ist. Was ist schiefgelaufen am Mittwoch? Man hat das Gefühl gehabt, die Mädels waren ein bisschen weg vom Ball, zu weit weg, richtig, ein bisschen gefürchtet, ja. Eigentlich irgendwie Angst gehabt oder zu viel Respekt gehabt? Zu viel Respekt würde ich sagen. Angst nicht, weil ich kenne meine Mädels, Angst haben sie nicht. Sie wissen genau, was von Qualität sie haben. Also wir sind eigentlich schlecht gestanden, von vorne nach hinten. Also wir waren überhaupt nicht drauf. Sie haben irgendwie gespielt, wie sie wollten. Also das war unsere Kulisse vielleicht auch schuld. Die NV Arena ist ja doch ein Stadion, wo 8000 Besucher Platz haben. Ist ja doch ein bisschen Unterschied, oder? Es ist schon ein Unterschied, aber ich glaube, das war ein Vorteil für uns, dass wir dort ein super Stadion gespielt haben. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Nachteil war. Also eigentlich wirklich, wir haben nicht unsere bessere Leistung. Also wir haben wirklich nicht gut gespielt, aber ich bin sicher, dass dort können wir irgendwie anderes machen. Isabella, Sie sind 17 Jahre jung, stehen im Tor von den SKN-Damen. Wie haben Sie das Spiel sozusagen jetzt Revue passieren lassen? Es ist ja erst Ihr zweites Champions League-Spiel mit 15 Jahren, das erste Mal. Ja, wie geht es da so einer jungen Torfrau? Also ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit einfach nicht unsere Leistung abrufen konnten. Es hat sich dann über die zweite Halbzeit sehr stark gesteigert, aber ich glaube, wir können noch viel mehr. Sie haben viel zu tun gehabt, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Spielhälfte. Wie ist das so, wenn die Gegner so richtig an einen heranstürmen? Ich glaube, dass es Vor- und Nachteil hat. Ich glaube, ein Riesenvorteil ist, dass man seine Mannschaft einfach retten kann. Nur wenn man dann einmal daneben greift, ist er einfach im Tor und das ist auf dem Niveau einfach so. Gut, das daneben greifen, das ist wurscht, glaube ich, wo sie ist. Wenn er drin ist, ist er drin, der Ball. Das ist schon klar. Der ÖFB-Teamchef Thalhammer hat gemeint, dass eigentlich der Mut gefehlt hat, nämlich der Mut zum Risiko. Wie würden Sie das beurteilen? Vollkommen richtig. Mhm. Also vielleicht haben, wenn wir den Ball gehabt haben, wir wollten nicht mitspielen. Das war unser Problem. Wir wollten den Ball einfach nach vorne schießen und irgendwie ein bisschen atmen hinten. Und das war unser großer Fehler. Also wir haben Qualität mitzuspielen. Was kann man sich eigentlich als junge Spielerin mitnehmen? Immerhin Champions League, das ist doch die oberste Spielklasse der Damen. Was nimmt man da mit? Ich glaube, man kann jeden Fehler, jede gute Situation einfach mitnehmen. Das bringt einfach so viel an Erfahrung, weil es einfach ein Spieler auf dem höchsten Niveau ist. Mhm. Was würden Sie sagen, Lise, was fehlt derzeit der Mannschaft? Ich meine, abgesehen davon, wenn man jetzt an die Begegnung denkt, Mittwoch 18 Uhr steht man wieder in Kopenhagen in einem durchaus ehrwürdigen Stadion. Ja, was geben Sie da Ihren Mädels mit? Was muss da anders werden? Wir müssen mit anderen Einstellungen also ins Spiel gehen. Also natürlich vielleicht ein bisschen offensiver, mehr mutig sein. Also irgendwie wirklich also schon vorne Pressing machen, dass sie Probleme machen. Also wenn wir ein schnelles Tor machen, dann ist alles wieder offen. Also ich würde sagen, wir unsere also Zweikämpfe gewinnen, also ein bisschen vielleicht brutal spielen. Weiß es nicht, sie haben zu viel Platz gehabt zu Hause und dort dürfen wir keinen Platz geben. Sonst wird es braucht mindestens drei Auswärtstore? Zwei, dann Verlängerung. Also unsere Ziel zuerst zwei Tore, dann schauen wir weiter. Drei wären besser. Drei wären besser. Aber gut, da hört man schon die Hoffnung, die unter Umständen da noch vorhanden ist. Also sie sind einfach positiv. Natürlich, weil ich kenne unsere Mannschaft. Ich weiß genau, wie wir spielen können. Und ich weiß auch, dass letzte Mittwoch nicht so ideal war. Deswegen, also ich sehe, dass es ist noch möglich.
Also positiv motiviert, auch hier bei uns. Machen wir einen Schritt zurück in die österreichische Meisterschaft. Da ist man derzeit 2 Punkte hinter Neulenkbach. Neulenkbach, da müssen ja bei Ihnen beiden sozusagen die Glocken läuten, weil beide haben ja Neulenkbach-Vergangenheiten. Wie geht man da oder wie denkt man da an die Begegnung am Sonntag, wenn man sozusagen dort wieder spielt, wo man einmal gespielt hat, aber jetzt in anderen Funktionen? Ja, also Neulenkbach wird für mich immer wichtig sein. Also ich habe unglaublich dort viel gelebt und ich werde das nicht vergessen. Jetzt bin ich auf anderer Seite und ich will unbedingt gewinnen. Also es ist schon gegen Neulenkbach zu spielen, aber also ich habe mehr Motivation, dass wir die Neulenkbach schlagen. Isabella, wie ist das bei Ihnen? Sie kommen ja ursprünglich aus der Steiermark in das schöne Niederösterreich, aber haben auch Neulenkbach Vergangenheit im Tor jetzt von St. Pölten. Also ich möchte auf jeden Fall kein Tor kriegen gegen meinen Extra ran. Und ja, also wir werden alles geben und ich glaube dann, oder ich hoffe, dass es dann gut ausschauen wird. Wie groß ist eigentlich der Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel die Champions League hernimmt, da geht es einfach um Siegen. Ja? Wenn man die österreichische Meisterschaft hernimmt, da geht es eigentlich darum, wie hoch werden wir gewinnen. Wie würden Sie das sozusagen Diese sehen? Die Frage ist, es ist immer schwer, weil es ist nicht so. Also wir haben eigentlich meine Mädels haben immer wieder Druck, dass sie alle Spiele gewinnen sollen und sie sind irgendwie keine Maschine. Wir können auch eine schlechte Tage haben und ich sehe noch 2, 3 Mannschaften, die uns immer Probleme machen können. Das ist Neulenkbach, Sturm, vielleicht Klein München, genauso. Also Fußball ist so, dass vielleicht können wir sagen, wir haben die Mittel, die mehr Erfahrung haben. Aber zum Beispiel Neulenkbach ist so eine super junge Mannschaft. Also ich würde sagen, es ist nicht, die Frage ist nicht, wie hoch wir gewinnen werden. Es ist schon, sie machen uns schon Probleme ab und zu. Ab und zu. Wie sieht das die Torfrau? Ja, ich glaube, vor allem Neulenkbach ist es so eine junge Mannschaft, die sind top motiviert und ich glaube, das wird ein sehr hartes Spiel gegen Neulenkbach. Ja, vielleicht auch deswegen, weil eine Ex-Neulenkbacherin im Tor steht. Ne? Da hat man vielleicht doppelt Freude, ne, wenn man da ein Tor hineinkriegt. Ne? Im Vorjahr hat man eigentlich, da hat man ziemlich klar, da man solo hingelegt zum Meistertitel heuer. Ist ein bisschen schwieriger. Hat es damit zu tun, dass die Belastung höher geworden ist, die Erwartungen höher geworden sind? Wir haben unsere Liga ein bisschen interessant gemacht, weil wir haben unentschieden gegen Landhaus gespielt. Jetzt sind wir 2 Punkte hinter Neulenkbach. Ich würde sagen, wir haben einen Plan gehabt für die Champions League. Wir haben also extrem hart trainiert. Es konnte auch passieren, dass vielleicht am Wochenende wir ein bisschen müde waren. Also das alles wegen Krafttraining, aber das war alles geplant. Ich würde sagen, wir werden jetzt Probleme haben natürlich, aber ich, noch einmal, ich kenne meine Mädels, ich kenne unsere Mannschaft, ich weiß genau, wie wir spielen können und was wir machen. Und auch wenn wir unter Druck sind, die Mädels sind viel mehr motiviert. Also es wird schwer, aber ich bin sicher, dass wir das schaffen können. Das heißt, wir werden schauen, wie es am Mittwoch 18 Uhr in Kopenhagen ausgeht. Zweimal 45 Minuten und wir wissen, ob es weitergeht oder nicht. Ich sage danke, dass Sie bei uns im Studio gewesen sind. Ja, und danke, verehrte Zuseher, auch an Sie zu Hause. Wie gesagt, das Rückspiel in Kopenhagen ist natürlich jetzt wichtig, um zu wissen, ob die SKN-Damen eine Runde weiterkommen oder nicht. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden und zum Schluss noch einen Bericht vom 6. NV Citylauf zeigen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal beim Sportstudio. Die letzten Vorbereitungen vor dem Start zum 6. NV Citylauf in St. Pölten werden absolviert. Den Schwerpunkt haben die Veranstalter auch heuer wieder auf den Nachwuchs gelegt. Der Termin Anfang Oktober hat den Organisatoren, zumindest was das Wetter anbelangt, bis jetzt noch kein Glück gebracht. Auch heuer war es mit plus 10 Grad kühl und die Regenwolken haben zeitweise einige Tropfen fallen lassen. Der P3DV Knirpselauf war dennoch gut besucht und Organisator Gottfried Lammerhuber ist zufrieden mit dem Starterfeld. Der Termin wird sehr gut angenommen. Wir rühren rechtzeitig, das heißt schon viele Monate vorher, die Werbetrommel. Wir haben wieder unzählige Schulklassen, Kinder, ein paar hundert Schüler sind heute am Start. Wir haben viele Erwachsene. Also es ist mittlerweile ein Fixtermin. Der Abendtermin hat sich bewährt und daran werden wir festhalten und versuchen uns jedes Jahr sukzessive zu verbessern. Mit weit über 800 Teilnehmern, wo natürlich die Jugend den Großteil des Starterfeldes stellt, ist man für den Nachwuchs ein wichtiger Laufevent. Bei den unterschiedlichen Läufen zeigt sich schon das eine oder andere Talent. Für Sponsoren ist die Veranstaltung wichtig. Naja, ich glaube, wenn man bei Sportveranstaltungen beim Sponsoring nicht spart, dann hilft das, die Volksgesundheit zu verbessern. Und ich glaube, das ist für die Gesellschaft dann eine große Ersparnis, wenn wir gesündere Menschen haben. Und das sollte bei den Kindern beginnen.
Beim Schüler- und Jugendlauf, hier starten Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren in unterschiedlichen Altersklassen sowie Mädchen und Burschen, setzt sich gleich nach dem Start Stefan Scheifling ab. Er ist in seiner Altersklasse österreichweit unter den Top 5 zu finden und gewinnt diesen Lauf klar. Beim Jugendlauf, der über drei Runden und 2460 Meter geht, holt sich der aus Afghanistan stammende Nasib Sanginyar den Sieg. Natürlich ist der Trainingslauf, das ist schon so, dass mein Kopf auch eben eigentlich ein bisschen, das halt jetzt ein bisschen zurückschalten soll und so, aber bei mir ist trotzdem, es ist ein Wettkampf und da ist man dann trotzdem voll da und will alles rausholen, also ja, bin da schon höchst motiviert. Den Fort Blum Elite-Lauf nehmen etwas mehr als 100 Damen und Herren in Angriff. Vier Runden gilt es zu laufen. Bei den Herren hat sich von Beginn an eine Zweiergruppe gebildet. Die regierende 400 und 800 Meter Staatsmeisterin Karina Schrempf hält sich zu Beginn etwas zurück und absolviert in der letzten Runde ihre schnellste Zeit. Bei den Herren geht der Sieg an Andreas Stöckel und bei den Damen gewinnt Karina Schrempf. Am Ende hat der Wettergott doch noch Mitleid und auch der 10.000 Meter Lauf konnte trocken absolviert werden.